Hallo und herzlich willkommen bei unserer Golf-Biomechanik Akademie. Ich bin Frank Drollinger und ich werde dir heute ein paar wichtige Tipps und Infos geben, mit denen du dein Golfspiel signifikant verbessern kannst. Jeder Golfschüler wird früher oder später mit unzähligen verwirrenden Tipps für den perfekten Golfschwung konfrontiert. Da einige dieser Anweisungen nicht selten genau das Gegenteil der anderen aussagen, ist das Chaos perfekt. Es liegt nahe, dass wir irgendwann gar nicht mehr unterscheiden können, welche Schwunganweisung falsch und welche richtig ist, welche uns weiterbringt und welche nicht. In unserer Videoserie Fehler und Mythen wollen wir dir dabei helfen, Schwungfehler zu identifizieren und die falschen, leider weit verbreiteten Schwunganweisungen als Mythen zu entlarven. Wir helfen dir dabei, deine Vorstellung eines korrekten Golfschwungs zu korrigieren und damit dein eigenes Spiel zu verbessern. Für einen guten Golfschlag sollten die Hände die Stellung und den Weg des Schlägerblattes nicht beeinflussen, sondern sollten passiv sein. Vollkommen falsch. Es wird oft gesagt, dass wir unsere Hände locker lassen sollen. Wir sollen die Hände sich selbst überlassen und auf keinen Fall den Weg und die Stellung des Schlägerblatts manipulieren. Der gesunde Menschenverstand sagt uns jedoch, dass nichts von alleine funktioniert, erst recht nicht bei einer so komplexen Bewegung wie dem Golfschwung. Dies kann sogar schwerwiegende Verletzungen im Handgelenk und so weiter verursachen. Wir müssen unseren gesamten Bewegungsablauf kontrollieren, steuern, um perfekt performen zu können. Dies bedeutet selbstverständlich, dass wir nicht sich selbst überlassen dürfen. Wir müssen unsere Hände so stabil wie möglich halten, um die Fehlermöglichkeiten zu reduzieren. Sind unsere Hände stabil, haben wir unseren Schläger und das Schlägerblatt im Griff. Verringern wir das Bewegungsausmaß der Hände, verringern wir auch die Fehlerquote bis zum Ballimpact. Dies gilt ganz besonders für Amateurgolfer, da ihnen im Gegensatz zu Profigolfern die tägliche Übung fehlt. Wenn du regelmäßig über die neuesten Erkenntnisse und Vorteile unserer Free-Release-Methode informiert werden willst, dann abonniere hier unseren YouTube-Kanal oder registriere dich für unseren Newsletter auf unserer Homepage.